Hi ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge Enshrouded. Im letzten Part haben wir uns ja eine bessere Rüstung gemacht und diese eine Miasma-Wurzel noch gekillt. Und in diesem Part werden wir uns noch die anderen Fragezeichen anschauen, die noch so offen sind. Außerdem habe ich gesehen, dass wir noch einen kleinen schwarzen Fleck im Miasma haben, den wir noch nicht erkundet haben. Vielleicht schaffen wir den auch noch in diesem Part. Und genau, das war's schon von mir. Also viel Spaß und let's go! Jetzt wird es dann auch bald mal Zeit, dass ich hier tatsächlich umbaue und auch darüber noch ein Video mache. Aber das nimmt so viel Zeit in Anspruch und ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme tatsächlich. Aber es ist auf jeden Fall auf der Planungsliste. Jetzt schauen wir uns mal die Map an. Wir haben hier noch diese drei Fragezeichen offen. Das hier machen wir nicht, das ist der Dungeon. Die zwei machen wir auf jeden Fall und was ich gemeint habe mit dem schwarzen Zeug ist hier einmal und hier noch dieser kleine Fleck. Ich weiß nicht, ob da irgendwas Wichtiges ist. Auf jeden Fall möchte ich das eigentlich auch ganz gerne erkunden. Und bevor wir jetzt losgehen, muss ich natürlich noch meinen Rucksack leer räumen. Und reparieren müssen wir natürlich auch. Und somit haben wir uns eigentlich, glaube ich, auch wieder vorbereitet. Wir sind komplett ausgeruht. Essen und Trinken müssen wir natürlich noch. Das machen wir auch mal kurz. Inventar ist leer, wie ihr seht. Und ich denke mal, vielleicht ist es am besten, wenn wir zur Düsterdickichtwart düsen und von dort aus dann rüberfliegen. Ich bin ja auch mal gespannt, wann das nächste große Update für Enshrouded kommt, denn die haben ja eigentlich für dieses Jahr noch ziemlich viel vor. Und das letzte Update war, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Ende März, oder? Und ja, mal schauen, in welchen Intervallen sie dann tatsächlich was rausbringen. Oh. Wir haben hier Pflanzenfasern, die reißen wir einfach gleich mal aus. Und eine Waldrübe. Und schon wieder ein Agro-Schweinchen, was mich natürlich auch wieder gesehen hat. Aber eigentlich soll mir das jetzt gerade mal wurscht sein. Wir düsen dahinter und nehmen den Flachs noch mit. Da haben auch ganz viele geschrieben, dass ich wirklich mega viel davon brauche. Und ich habe zwar schon Flachs angebaut, aber wenn ich hier so einen sehe, dann was spricht dagegen, ihn einfach mitzunehmen? Können wir eigentlich gleich mal hier die Waffe ausrüsten und da lang düsen. Irgendwie glaube ich, dass ich hier schon mal lang gedüst bin. Kann das sein? Ich denke schon. Ich muss auch eigentlich mehr so nach links, aber mal schauen, ob uns der Weg da nicht von selber hinführt. Ach ja, genau, hier ist Samets Vermächtnis, oder? Ja, genau. Wir müssen aber eigentlich so in die Richtung. Oh, und jetzt werden wir angeschossen. Das heißt, einfach mal schnell weiter im Text. Und ich glaube nicht, dass wir hoch müssen. Hier können wir durchlaufen. Das ist schon mal sehr praktisch. Und was haben wir denn dort hinten? Hier sind wieder Erdbeeren. Nehmen wir auch mit. Na klar. Hier war ich auch schon, das weiß ich. Düsen wir mal weiter nach oben. Wie weit seid ihr denn schon alle in Enshrouded? Gibt es denn tatsächlich Leute hier auf dem Kanal, die jetzt erst neu damit angefangen haben oder sich das Spiel neu gekauft haben? Oder seid ihr alle schon Level 25 und die Ultra-Pros? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Also, wir müssen in die Richtung. Was ist denn da unten? Da waren wir auch schon, das weiß ich. Da sind wieder Wildschweine. Aber auf die habe ich jetzt gerade keine Böcke. Denn ich möchte eigentlich einfach nur ans Ziel. Sind es noch 300 Meter? In 300 Metern bitte rechts abbiegen. Mann, da ist wieder so eine Fliege. Aua. Junge. Und das eine Wildschwein ist hinterhergefallen. Habt ihr das gesehen? Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich mal wieder richtig bin.
Hier ist Miasma und Flachs. Oh, scheiße. Wisst ihr was? Ich bin jetzt total auf den Bellride Tast auf der Bellride-Tastaturbelegung. Deswegen ist es jetzt gerade, ich will mal F drücken oder mit meiner linken Maustaste ernten. Aber das geht natürlich hier in Enshrouded nicht. Und Mist, wir müssen da hoch. Ja, jetzt sind wir natürlich komplett hier unten. Kann ich das nicht nehmen? Ah doch, jetzt. Wie kommen wir denn da jetzt am besten hoch? Vielleicht dort hinten? Probieren wir es mal da. Oh, da ist rotes Miasma. Das weiß ich natürlich nicht. Mann, Leute, ich bin noch hier beschäftigt. Oh, Foodie. Lass mich hier rauf. Okay, das geht auch nicht. Eigentlich wollte ich da hoch. Machen wir es jetzt so. Okay, das hat zum Glück geklappt. Dann düsen wir da lang. Da kommen wir nicht hoch, oder? Nee. Kein Weg nach oben. Scheibenkleister. Da sind Spuckeblumen und Wildschweine. Und die Spuckeblume spuckt das Wildschwein an. Haha. So doof. Wartet mal, Leute. Hör doch mal auf. Kommt ihr hinterher? Die kommen auch noch hinterher. Ich werd wahnsinnig. Ich möchte eigentlich nur da hoch. Da werde ich aber nicht hochkommen, glaube ich. Oh no. Und vor allem nicht mit den Wildschweinen. Wenn ich jetzt immer so mache. Scheiben. Mann. Oh, ich kann hier stehen. Okay, nice. Das hat mir den Hintern gerettet. Das weiß ich nicht. Komme ich da rauf? Ja, einwandfrei. Dann probieren wir, ob ich hier hochkomme. Komm. Jawohl. Easy. Ja. Ich glaube, ich bin total den Umweg gegangen jetzt. Sehr, sehr blöd. Jetzt wird es nämlich auch schon wieder dunkel. Sage mal, wo kommt man denn da rauf? Oder soll ich lieber zum Zuhause Stufe 1 düsen? Vielleicht macht es mehr Sinn und dann hinlaufen. Oder wir reisen einfach gleich nochmal nach Hause und schlafen. Die Nacht haben wir also gut überstanden und auf dem Pott waren wir auch nochmal. Dann düsen wir jetzt von hier einfach hin. Die Leutchens hier überspringe ich jetzt, denn hier waren wir ja schon mal. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwie so jetzt hinkomme. Hier links war die Wurzel, die hatten wir ja schon gemacht. Ich denke, dann muss ich vielleicht doch auch wieder darauf. Lass mich noch mal kurz schauen. Ja, irgendwie muss ich da hoch. Aber ich glaube, ich kann vielleicht vom Miasma da hinten auch hochlaufen. Sieht zumindest so aus. Sicher bin ich mir natürlich nicht. Wir gucken einfach mal nach. Im Miasma. Da führt ein Weg, also sollte passen. Dann muss ich wieder essen und trinken. Aha. Ein kleines Häuschen. Ist das vielleicht ein Punkt? Nein, ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall wieder was zu erkunden, wahrscheinlich. Und da sind Wölfe, die scheinen aber busy zu sein. Ja, vielleicht sehen sie mich ja nicht, wenn ich hier reinschleiche. Oh, da sind Ratten.
Da sind Ratten. Oder Spinnen sogar. Und natürlich wieder ein dunkler Keller. Wo ist meine Fackel? Gibt's hier irgendwas? Irgendeine Geheimtür oder so? Nee. Okay, achso. Die wollte ich noch kurz looten. Okay, hier ist also nichts. Aber irgendwie kommt mir das so vor, als war ich hier auch schon mal drin. Es kommt mir so bekannt vor. Ich war doch hier schon mal, Leute, oder? Nach oben geht's nicht, korrekt? Nö. Dann scheint hier wohl nichts zu sein. Ja gut, dann gehen wir mal weiter. Was ist denn das da hinten? Jetzt ist es der Dungeon? Kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Ich denke, wir müssen auch eher in die Richtung. Aber was ist dann da? Kommt, wir laufen einfach mal hin. Zu verlieren haben wir sowieso nichts. Voll die fette Megatür, ey. Was verbirgt sich dort? Nichts. Gut, haben wir das auch geklärt. Schön. Aber was ist dann da? Ist dann da später mal was? Who knows? Who knows? Who knows? Who knows? Können wir jetzt bitte endlich mal dort ankommen? Schon die Beine wie vom ganzen Laufen. Unglaublich. Und die Hauptstadt müssen wir auch noch erreichen. Da ist der dicke Drache. Ich weiß nicht, ob das alleine so eine gute Idee ist. Oh, hi. Nee. So habe ich nicht mit dir gewettet, dass du mir in den Arsch beißt. Und du sowieso nicht. Da hinten haben wir, glaube ich, unser Ziel erreicht. Oh. Da sind Fledermausis. Ih, und ganz viele andere blöden Männer. Im Sprung gekillt. Habt ihr das gesehen? Meine Fresse. Ihr seid ganz schön nervig. Das ist eine neue Art zu kämpfen im Sprung. Aber es hat irgendwie ganz gut funktioniert. Da ist noch einer. Ach, noch einer. Sage da mal. Wie viele sind denn da? Naja, mehr Fleisch für uns ist auch nicht schlecht. Okay. Der hatte Salz. Salz ist nie schlecht. Wo ist der andere? Hier. Gehen wir mal da rauf. Da sind ja noch mehr. Hey, die Fledermaus habe ich nicht getroffen. Jetzt hat. Ist noch irgendwo was? Ja, hier ist noch so ein Köter und noch so ein anderer Hayopai und 50 andere Köter. Okay. Knochen. Da war doch aber noch irgendwo was, oder? Sind wir jetzt fertig hier? Okay, dann sieht es wohl so aus, als wären wir fertig.
Aber da drin ist irgendwas. Ich kann es hören. Ich schmeiß mal hier mein Gefäß hin und mach mal auf. So, viel Spaß, Gefäß. Wow. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Scheiße, und da wollte ich rauf. Hab's aber nicht geschafft, Dude. Mann. Tja, aber die gehen trotzdem auf mein Gefäß. Geil. Wie viele da halt einfach sind. So hart. So. Der andere ist doch hier. Rein. Genau. Na komm. Gut, 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 gut. Da ist auch noch einer. Den treffe ich aber nicht. Oder? Jetzt habe ich den Baum getroffen. Habt ihr das gesehen? Geil. Okay. Hund. Sind's jetzt endlich mal fertig hier? Halt, da liegt einer. Ist hier oben irgendwas? Nee. Halleluja. Und hier ist natürlich wieder mal ein Keller. Mit nichts drin oder was? Das gibt's doch gar nicht. Da haben wir heute wohl nirgendwo Glück, aber eine Tür ist auch nicht da. Ach doch, hier ist was. Heilungsstrom und Feuerball. Na gut. Dann schauen wir in dieses Ding. Ist das jetzt eigentlich unser Questziel? Ist es halt wieder nicht, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Haben wir bei den Gräbern? Kann man da irgendwas machen? Nee, aber hier haben wir noch was, was wir looten können. So. Dann einmal ins Verderben hier rein. Wo bin ich denn hier gelandet? Da sehe ich nichts. Da ist einer. Mensch. Irgendwie habe ich schon wieder das Gefühl, dass sich das hier böse anhört. Oh, da sind auch so viele. Haha, ausgetrickst mal wieder. Mach mal so, das ist nämlich einfach. Oh. Oh, den kenne ich doch irgendwoher. Hilfe. Nein, nein, nein. Nekropolis. Was ist denn diese Nekropolis-Sache?
Was geht denn hier ab in der Club? Kann man da hoch? Ja, aber da ist nichts. Hier ist auch nichts. Geheimgang sehe ich jetzt auch nicht. Hier ist eine Kiste. Schwarzpulverkugeln. Cool. Was ist denn hier? Ach, da ist wieder so eine. Wo ist denn der jetzt hin? Hallo? Da. Tja. Hast du dir so gedacht? Da ist auch eine. Bleib da. Don't go away. Und hier ist nichts mehr. Hier aber auch nicht. Oh, oh, was sich wohl hinter dieser Tür verbirgt. Ich will's nicht wissen. Ha. So ein Heini. Komm her. Ja, gut, 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 gut. Brauch dich ja nicht verstecken. Oh, hier ist es wieder dunkel. Übelst dunkel sogar. Da kann man nur rumlaufen. Und hier ist ein Rätsel, glaube ich. Nein, hier ist ein Knopf. Also ja, ein Rätsel. Ups. Ein Rätsel mit Knopf. Kann ich da unten jetzt da lang? Sollte, glaube ich, eigentlich der Weg sein, oder? Naja. Wir gehen hier hinten lang. Oh, jetzt geht's einmal nach da und einmal nach da. Tja. Das ist jetzt wieder die Frage. Wieso sieht man hier auch nichts? Wunderbar. Wo bin ich hier und was wollt ihr von mir? Ich bin jetzt noch nicht so ganz dahinter gestiegen, was ich hier tue. So, hier kann man links in die Türe gehen. Und hier ist nichts mehr. Also gehen wir durch die Tür. Was ist da hinten? Nichts. Und hier ist die Grabkammer. Aha. Lehrlingszauberstab. Wow, das Ganze hier für einen Lehrlingszauberstab. Ich werd weich. Gut, dann sind wir hier fertig. Das war jetzt aber, wie gesagt, keins unserer Ziele. Witzig. Ich nehme mal kurz auf. Ach, Tageslicht, wie schön ist es doch. Okay, das müsste aber jetzt gleich unmittelbar hier kommen, unser Ziel.
Ist es jetzt doch wieder da oben? Sage mal, wie komme ich denn darauf? Leute. Du hast mir gerade noch gefehlt. Böser Wolf. Ich bin fern nicht Rotkäppchen. Hier sieht es aber gerade aktuell ganz gut aus zu laufen. Klingelingeling. Hier kommt der Eiermann. Geh doch hoch, komm schon. Okay, dann halt nicht. Dann probieren wir es. Da. Es ist so bescheuert manchmal. So. Jetzt ist die Frage, soll ich gleich hier hoch? Oder komme ich da hinten lang schon? war ja klar. Und da ist eine Spuckeblume. Was machst du denn ganz alleine hier oben? So einsam und verlassen. Dann gehen wir doch unseres Wegs hier. Hey, wisst ihr, dass mich das heute richtig nervt, dass ich hier so keinen gescheiten Weg finde? So, jetzt bin ich zumindest hier. Mir reicht's jetzt auch. Bisschen Ausdauer sammeln. Und dann einmal rauf hier. Kann sich doch kein Mensch anschauen, was ich hier tue. Na, nicht schon wieder runterfallen. Nicht runter da. Am Ende ist es einfach da unten irgendeine Kackhöhle und ich hätte gar nicht rauf brauchen. Das würde dem Ganzen irgendwie ähnlich sehen. Egal, hier ist Flachs. Und eine Spuckeblume. Tschüss. Schön war's. Und ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, aber was mir bei Enshrouded fehlt, ist Autolaufen. So, was haben wir da unten? Irgendeine Mine. Das ist aber auch wieder nicht da, wo wir hin müssen. Leute, komm, helft mir mal auf die Sprünge. Wie komme ich denn in diese... Wie komme ich an dieses blöde Fragezeichen? Muss ich doch runter, aber das kann ja nicht sein, weil hier ist ja rotes Miasma. Aber da oben... Vielleicht kommt man ja durch die Mine dahin. Ich probiere es jetzt mal und wenn nicht, dann kann ich es auch nicht ändern. Im Miasma. Ja. Okay, man kommt natürlich nicht von hier hin. Das gibt's doch gar nicht. Da eine Höhle vielleicht? Nö. Und hier ist rotes Miasma. Hm. Schade, schade, Schokolade. Wisst ihr was, Leute? Ich gehe jetzt mal nach Hause. Wenn ihr wisst, wie ich da hinkomme, dann schreibt es mir bitte zu fix in die Kommentare. Damit ich nicht so dumm durch die Gegend schauen muss. Ja, das ist schon echt ein bisschen nervig und raubt voll viel Zeit hier fürs Let's Play. Ich bin auf jeden Fall wieder zu Hause. In meiner warmen Stube. Kann mich jetzt hier... Ups, falscher Weg. Gemütlich auf meine Couch pflanzen. Und meine müden Beine ausruhen. Und damit, ihr Lieben, beende ich den Part auch wieder an dieser Stelle. Bitte, bitte schreibt mir, wie ich da hinkomme.
Sonst verzweifle ich noch. Und habt einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Bye, bye.